Hallo, meine lieben Mitwischer und Mitwischerinnen der Atlassianer Community. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Nein, keine KI, das bin ich wirklich. Kleiner interner Gag. Moin, liebe Mitwischer und Mitwischerinnen der Atlassianer Community. Servus, ich mal wieder, hallo. Im heutigen Video, wie es unschwer hinterm Berg halten lässt, das habt ihr wahrscheinlich schon in den sozialen Medien gesehen. Erster Linie wahrscheinlich auch bei uns. In der Klassenreiniger Community Facebook-Gruppe. Erstmal wieder ein bisschen Eigenwerbung in eigener Sache. Eigenwerbung in eigener Sache. Naja. Solltest du in der Klassen- und Gebäudereinigung tätig sein, bist du Klassen- und Gebäudereiniger, Schrägstrich Fassadenreiniger, alles, was mit der Reinigung da eben halt zu tun hat. Hast Facebook? Warum bist du noch nicht bei uns? Komm zu uns. Wir haben Kekse und Informationen. Naja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Mal Butter bei die Fische, wie wir hier bei uns im Norden sagen. Wir möchten oder ich möchte mit euch über die neuen Handschuhe sprechen, die Ungar jetzt auf den Markt geschmissen hat. Wundert euch nicht über das Layout. Das ist noch eine Erstversion, ist abgeändert worden. Persönlich, meine persönliche Meinung dazu, Gott sei Dank, weil, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Das ist weg. Auf den Handrücken und das große Ninja ist auch weg. Sprich, man kann sie auch privat tragen, nicht nur zur Arbeit. Ne? So, aber was daran ist neu, was ist daran besser? Fangen wir mal ganz von vorne an. Viele von euch werden ja wahrscheinlich zur Jahreszeit, zur Wintersaison Handschuhe tragen. Die es nicht tun, sind ja auch hart im Nehmen. Ne? Die können jetzt auch abschalten. Jetzt sind wir unter uns Weichgespülten, ne, und reden über warme Pfoten in der Wintersaison. Ja, wie gesagt, einige kennen das ja eben halt schon mit den Neoprenhandschuhen, die man wohl oder übel, es war ja schon ein bekanntes Problem bei Ungar, eine Saison getragen hat und dann sind sie, also das sind jetzt keine Neoprenhandschuhe, das sind die Sealskins, da komme ich auch noch zu. Sind ja meistens zwischen Zeigefinger und Daumen eingerissen oder auch hier zwischen den Dings. Da werden sie ja ganz doll beansprucht, wenn du eben halt beim Abziehen bist oder wenn du viel mit der Stange arbeitest. Das ist der Punkt, wo es eben halt in Mitleidenschaft gezogen wird. Deswegen haben die meistens dann auch wirklich eine Saison, wenn es mal eine etwas wärmere Saison war, vielleicht sogar 2 Jahre gehalten, aber auf Dauer war das nicht. Nix. Dazu kam dann eben halt auch noch, dass die. Ja, bei mir persönlich war es eben halt so, ich hatte Krämpfe in den Fingern. Ne? Wenn du eine Zeit lang damit gearbeitet hast, hast du richtig Krämpfe im Handteller gehabt und in den Fingerkuppen eben halt wurden sie auch nicht richtig warm. So, dieses Thema haben sie sich angenommen und vor, lass mich lügen, 3 Jahren hatte ich mal ein Video zu den Sealskins gemacht. Offensichtlich wurden diese Handschuhe auch in der Marketingabteilung von Ungar gesehen oder was weiß ich, irgendwie darauf aufmerksam geworden. Und ja, das Ergebnis seht ihr jetzt hier. Sehen schon ähnlich aus. Von der Membrantechnik kann ich nichts zu sagen. Da wird sich keiner in die Karten schauen lassen, sei es Sealskins oder Ungar selber. Ich jetzt eben halt als Konsument würde sagen, ist ähnlich, ist gleich. Beide sind wasserfest und was noch natürlich interessant ist, wir arbeiten ja nicht nur mit Wasser, wir arbeiten ja auch mit Chemie. Sprich, das Wasser wird gebrochen. Es findet eben halt keine Tröpfchenbildung auf der Membrane statt, sondern das Wasser wird gebrochen und sickert ein. Hält es aber auch fern. Also wie gesagt, ich werde nachher nochmal oder zwischendurch mal gucken. Ihr wisst ja, wie ich da bin ich ja frei, will ich nochmal ein kurzes Video machen. Wo ihr das sieht, dass es auch mit Chemie die Haut trocken bleibt. Also nicht nass, sondern trocken. Ein gewisses Feuchtigkeitsgefühl hat man auf jeden Fall da drin in der ersten Zeit. Das müsst ihr euch so vorstellen. Ihr geht morgens in ein kaltes Auto, steigt ihr ein, was macht es? Atemluft und so, schlägt sich auf den Scheiben nieder. So müsst ihr es euch so vorstellen. Haben im Auto gelegen, sind kalt. Ihr kommt mit einer warmen Hand rein. Im Idealfall, ne, manche haben ja auch von Natur aus kalte Hände. Da
bin ich ganz ehrlich, da sind die besten Handschuhe nix. Also die werden immer kalte Hände haben, aber davon mal ganz ab. Er steigt ein, er zieht sie an und dann habt ihr eben halt so ein kleines Feuchtigkeitsgefühl, was aber auch nach einer gewissen Zeit der Arbeit weggeht. Weil der Körper wärmt sich ja auch auf, gibt die Wärme ab, trocknet das von drin, ne? Wie es eben halt so ist. Dann, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, feucht, winddicht, atmungsaktiv. Verbessert wurden sie im Endeffekt dadurch, die Sealskins sind ja im Grunde genommen für Wanderer und ja, ich glaube, das war mal für Outdoor-Aktivitäten, also Camper, und hast du nicht gesehen. So, dementsprechend ist es ja auch entworfen und konzipiert worden. So, Ungard natürlich, den Glasreiniger, ne, an sich, und hat das eben halt ein bisschen umgemodelt. Wenn ihr das schon hier sieht, diese Gumminoppen sind wirklich rutschhemmend. Also, wenn ihr mit nassen Pfoten sozusagen arbeitet, ne, den Wischer, die Stange haltet, also da habt ihr, wo kann man das hören? So, warte mal, es geht am besten, wenn man es anzieht. Hört ihr das Quietschen? Ich hoffe es. Wenn nicht, glaubt mir, es quietscht. Wie gesagt, und das habt ihr bei den alten Sealskins eben halt. Die haben ja so eine Art Kunststoff-Dings, dass es eben ein bisschen Grip ist, aber da, ne? Rutscht es ein bisschen anders. Die sind nicht schlecht, davon ganz ab, ne? Aber wie gesagt, für die Glasreinigung sind die schon besser. Dann ist es eben halt auch noch so, dass sie jetzt das berühmte Thema zwischen Daumen und Zeigefinger haben sie jetzt verstärkt mit so einer Gummierung. Also wenn da die Stange lang schuppert oder mit dem Wischer oder mit der Katz, also den Einwäscher und den Abzieher arbeitet, haut ja auch hier nicht so die Kerben rein, wie es damals bei den Neoprenhandschuhen der Fall war. Davon hat man ja auch schon einige durch. Dazu kommt dann eben halt auch noch Situation, kennt ihr alle, ihr seid auf der Leiter oder gut, auf die Leiter geht man heutzutage ja nicht mehr. Ihr seid im Fahrkorb, ihr seid draußen an der Fensterfront, Telefon klingelt, früher Handschuhe aus, bababab. Kann man, glaube ich, sehen, ne? Daumen und Zeigefinger haben so eine extra, ja, wie soll man das? Strickmuster, nenne ich es mal laienhaft, womit ihr eben halt ein Display von einem Smartphone bedienen könnt, eben halt, ne? Müsst also die Handschuhe nicht mehr ausziehen. Haben die Sealskins auch oder haben die Sealskins auch? Also, das ist dann eben halt Industriespionage gewesen. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Aber wie gesagt, sie erinnern wirklich daran und sind es im Prinzip auch bis auf die Themen, die ich angesprochen habe, mit der Gummierung und mit der extra Verstärkung des Daumens, sind es keine anderen Handschuhe. Deswegen sage ich persönlich, das ist meine persönliche eigene Meinung, wer die Sealskins hat, ist damit zufrieden, sind noch in Ordnung und halten, behalte sie. Also, ne? Wenn die dann irgendwann kaputt gehen, holt euch die. Ne? Wie gesagt, die Themen sind ja aufgelistet. Habt ihr wieder Neoprenhandschuhe im Warenkorb eng eines Händlers, nimmt sie wieder raus, packt die rein. Ist wirklich eine hundertprozentige Verbesserung gegenüber den Neoprenhandschuhen, die sie damals hatten. Ich kann nur von den Handschuhen sprechen, die ich selber hatte. Ich hatte eben halt die, ja, eigentlich alle drei Generationen. Die erste Generation, es war noch so eine gummierungsartig mit dem grünen Klett drumherum. Die Älteren werden es vielleicht noch kennen. Ich weiß gar nicht, ob es sie auch noch zu kaufen gibt. Dann gab es die weißen. Alle hatten dasselbe Problem. Immer Daumen und Zeigefinger, Krämpfe in den Fingern. Fingerkuppen kalt und ja, ein, zwei Saison haben sie gehalten und dann war es Ende im Gelände. Wenn es manchmal nur so lange gehalten hat. So, wie gesagt, die Sealskins, diese hier, die habe ich jetzt, lass mich lügen, ja, drei oder 4 Jahre. Muss ich jetzt lügen, 3 oder 4 Jahre, aber wie gesagt, jeden Winter einsatzbereit. Seht ihr selber, nichts kaputt.
sind natürlich nicht schnittfest. Wenn ihr jetzt mit der Klinge da reinhaut, dann ist der beste Handschuh kaputt. Davon mal ganz ab, ne? Pflegehinweis. Es wird zwar angegeben, dass man die auf 40 Grad waschen kann, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich würde einmal die Woche, würde ich die wirklich in Klarwasser oder unter Klarwasser durchspülen, ausringen, Luft trocknen. Nicht in Trockner rein oder so, allein schon wegen der Gummierung. Ne? Würde ich das nicht machen. Wie gesagt, das ist meine persönliche Auffassung. Und die Chemie dann eben halt rauswaschen. Wie ein Leder im Grunde genommen. Ihr wascht sie aus, bringt sie aus und dann Luft trocknen. Vielleicht auf eine Heizung legen, wenn die Möglichkeit ist. Das ist genauso wie im Arbeitsalltag, wenn ihr jetzt eben halt von Kunden zu Kunden fährt. Ladentour zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Seid ihr jetzt bei Laden XY, habt die Dinger, werden nass, logischerweise, steigt wieder ins Auto. Ich würde sie, oder ich handhabe das dann so, nicht hinten ins kalte Auto reinschmeißen, weil dann beim nächsten Kunden habt ihr wieder, weil er speichert die Kälte. Die Feuchtigkeit, die Kälte wird gespeichert, das ist ganz normal. Und dann dauert das viel länger, bis die Hände wieder warm werden. Ich würde es dann wirklich mit nach vorne nehmen, vorher ausgewogen natürlich, mit nach vorne nehmen und auf die Lüftung legen. Eben halt richtig schön hochdrehen, rauflegen und dann ist es beim nächsten Kunden wieder einigermaßen warm. Feuchtigkeit ist natürlich nicht komplett raus, aber sie sind warm. Ihr packt eure Hände in warme Handschuhe. Genauso wie wenn ihr jetzt auf Arbeitsbühnen arbeitet oder beim Kunden draußen, Frühstückspause, Mittagspause, nehmt die mit rein, legt die irgendwo warm und trocken hin und dann könnt ihr damit auch wieder nachher wunderbar arbeiten. So, Thema natürlich Feuchtigkeitsspeicherung. Es ist natürlich Wolle, Melaninwolle habe ich gelesen, vom Schaf, ist klar, ist also nicht wasserabperlend, sondern es nimmt auch eine gewisse Feuchtigkeit auf. Lässt sich nicht umgehen. Aber die Hände bleiben, hatte ich am Anfang schon gesagt, bleiben trocken. Es hat eben halt nur ein kleines Feuchtigkeitsgefühl. Ne? Das ist ja auch genauso, wenn du arbeitest mit Nitrilhandschuhen oder Latexhandschuhen, du schwitzt da drin. Ne? Der Vorteil bei den Dingern ist natürlich, es nimmt den Schweiß auf. Ne? Also es ist, du schwimmst dann nicht in den Handschuhen, sondern wird von der Wolle aufgenommen. Genauso wie mit der Feuchtigkeit von außen. Ich hätte mir bessere Dings machen müssen, Notizen. Aber das kennt ihr ja schon mittlerweile. Dann, Neoprenhandschuhe hatten damals immer den, wie soll ich sagen, den bitteren Nachgeschmack, wenn man sie ausgezogen hat. Ihr kennt es, ne? Stanken die Hände richtig nach diesem Neoprenscheiß. Bei denen ist es natürlich so, und auch bei den Sealskins, dass es in den Geruch des Reinigers annimmt. Also sagen wir mal jetzt mal, ihr habt, die meisten arbeiten ja immer noch mit Spülmittel. Habt ihr jetzt eben halt Prio mit April Frische oder Fit oder was gibt es denn noch hier? Feri Ultra April Frische, dann riechen eure Hände dann nach der Arbeit auch so, ne? Weil das eben halt die Geruchsstoffe auch mit einzieht. Das hat auch noch einen positiven Effekt. Also wie gesagt, die Neoprenhandschuhe würde ich komplett aus dem Lagersortiment entfernen. Allein schon, ich weiß jetzt nicht, was die jetzt kosten. Also die Sealskins haben damals, wenn ich jetzt lügen muss, 35, 40 Euro gekostet. Ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Zwischendurch hatten wir eine Inflation. Werden wahrscheinlich jetzt auch so um die 45, 50 Euro kosten. Die weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ich hatte zwar schon einen Händler gesehen, aber wie es dann meistens ist, der erste Händler hat es auch im Sortiment, kann natürlich einen Preis diktieren, weil dann alle wie blöde. Ich würde immer noch ein bisschen warten, genauso damals wie bei den Sondereditionssachen. Die 60-Jahre-Edition, da war auch anfangs 70 Euro, die kriegst du jetzt auch für 50 Euro. Der Winter kommt, das ist ganz klar. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass er schon morgen vor der Tür steht. Also wenn sie jetzt im Sortiment drin sind und ein Händler verlangt, was weiß ich, 70 Euro, nur ein Beispiel, um eine Zahl zu nennen, wartet lieber noch einen Monat, packt es im Warenkorb, lasst es erstmal drin. Und dann, wenn es vielleicht so bei 50 Euro ist, kauf sie. Wenn du es nämlich so rechnest, wenn du jedes Jahr einen Neoprenhandschuh kaufst für 35 Euro oder so, oder 25, ich weiß nicht, was die kosten. Das auf 3 Jahre gerechnet ist das schon teurer, ne?
Also die Neoprenhandschuhe sind dann schon teurer. Das ist dann die günstigere Alternative. So. Ich glaube, so habe ich jetzt alles, was ich mir aufgeschrieben habe, abgefrühstückt. Zwar ein bisschen Wirrwarr, kennt ihr ja, aber naja. Die Handschuhe gibt es in Größe L, XL und M. Also M, L, XL. Und ja, von der Passform her, wenn ihr sie das erste Mal anhabt, werdet ihr merken, dass sie ein bisschen an den Fingern hier ein bisschen eng sind. Das ist ganz normal. Das legt sich mit der Zeit, wenn ihr damit arbeitet, wenn es feucht wird und das alles, ne, dann werden sie sich anpassen, der Handstruktur. Das ist genauso wie die Finger. Die Finger der Handschuhe sind ein bisschen länger als von den Sealskins. Hat aber auch den positiven Effekt. Wir sind ja alle unterschiedlich gebaut. Der andere hat kleine Wurstfinger, ne? Der andere hat etwas schmalere, längere Finger. So kannst du es anpassen. Wie gesagt, du brauchst es einfach nur runterdrücken, runterziehen, ne? Und das passt sich dann eben halt an. Nachher bei der Arbeit und der Bewegung habt ihr ein wunderbares Gripgefühl. Könnt damit, also wie gesagt, wenn ich die wirklich im Winter anhatte, die Sealskins, konntest du damit wunderbar arbeiten. Du konntest eine Leiter festmachen auf dem Dach, du konntest deine Sachen auswaschen. Und das Einzige, was natürlich ein bisschen nervig ist, der Tücherverbrauch ist in der Wintersaison höher, ist aber ganz normal. Die feuchte Luft tut ja im Grunde genommen auch das Textil aufsaugen und so ist es auch mit den Handschuhen, ne? Wenn ihr damit arbeitet und zwischendurch dann immer mal so macht, eine Faust, kommt ein bisschen überschüssiges Wasser raus. Aber trotzdem habt ihr einen höheren Tücherverbrauch, weil ja die Feuchtigkeit eben halt in das Textil von dem Tuch wandert. So, aber hauptsächlich soll es eben halt die Pfoten warm und trocken halten, was sie tun. Und das ist die Hauptsache. Wie der Zufall so will, heute hat mich ein Kollege angeschrieben über Messenger. Lieben Gruß an Martin aus den neuen Bundesländern. Ich will mich jetzt nicht so weit. Er hat einen Dialekt, aber ich kann es nicht auseinanderhalten zwischen Thüringen und Sachsen. Deswegen sage ich dazu nichts. Grüße gehen raus in die neuen Bundesländer. Er hatte mich angesprochen, wie das denn aussieht, ob man die das ganze Jahr tragen kann. Im Prinzip ja. Aber wenn ich jetzt so den Sommer, die warmen Tage, die ich hatte bei 35 Grad, möchte ich die nicht unbedingt an den Pfoten haben, weil, wie gesagt, die halten schon gut warm. Das wäre dasselbe, als wenn du im Sommer in Winterstiefel rausgehst, ne? Man kann es ausprobieren, aber wie gesagt, eigentlich, meine persönliche Meinung, ist das wirklich nur was für den Winter, ne? Also jetzt für die nasskalte Jahreszeit, wenn es ein bisschen kälter draußen wird und das alles, dafür ja. Und wie gesagt, man kann sie auch privat benutzen. Ne? Das ist wirklich, denkst es ja weg hier, der Aufdruck. Du kannst dann eben halt, wenn du mit deinen Kindern Schlitten fährst, Schlitten fahren tust oder, also jetzt auf dem Schlitten, nicht jetzt Schlitten fahren im Sinne von Anschiss oder eine Schneeballschlacht machst oder so, sind die auch wunderbar. Ne? Und es klebt eben halt nicht so doll dran, weil du eben halt noch die Gummierung da eben halt dran hast. Ne? Gut, ich hoffe. Ja, kurz halten ist noch nicht mein Ding. Ich hoffe, es waren genügend Informationen da. Alle deine Fragen wurden beantwortet. Wenn du noch Fragen hast, Kommentarspalte, stell sie. Und wenn ich sie beantworten kann, beantworte ich sie. Und wenn nicht, dann wende dich an Ungarn. ja, wie gesagt, sollen jetzt meines Wissens nach demnächst in den Markt kommen. Oktober. Also pünktlich zur Herbst-Wintersaison. Und ich kann es wirklich nur sagen, bevor ihr euch die Neoprenhandschuhe wieder antut, holt euch die. Und wie gesagt, so kollegial bin ich. Wenn ihr die Sealskins noch habt, die sind in Ordnung, sind heil, ihr seid damit zufrieden, behaltet sie. Was Besseres gibt es nicht. In dem Sinne, ne? Wenn sie kaputt gehen, holt euch die dann, wie gesagt. Bessere Gummierung, bessere Grip, verstärkt, ne? Eben halt für den Glasranier konzipiert. Gut,
Ich hoffe, das war's. Nee, ich hoffe nicht, das war's, sondern das war's. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Und wie gesagt, ne, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, bleibt gesund und vor allem bleibt warm. Tschüssikowski.